Zeit für das Abendessen auf einem kleinen Bauernhof im bayerischen Valley. Bäuerin Diane Plattner hat dabei eine feste Regel. Auf den Tisch kommt, was im eigenen Hof wächst. Nicht nur Kartoffeln, sondern zum Beispiel auch frisches Lammfleisch. Die Plattners züchten seltene Nutztiere, um sie vor dem Aussterben zu bewahren. Arche heißt das Projekt. Der Titel Archehof wird von der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen vergeben. Die Plattners haben einen von rund 80 Höfen dieser Art in Deutschland. Eine Sintflut wie bei Noahs Arche ist es heute zwar nicht, aber es regnet in Strömen. Egal, die alpinen Steinschafe müssen gefüttert werden. Heute übernimmt das Grace, eine Helferin der Plattners aus Portugal. Diane Plattner erklärt derweil die Vorteile der Schafe. Die Wolle eignet sich hervorragend jetzt zum Filzen zum Beispiel oder für ganz traditionelle so Strickjacken, wie man sie einfach im Voralpenland auch trägt oder auch für Filzhüte. Aber es ist jetzt nicht so typisch zum, naja, wie man Wolle jetzt so gewöhnt ist, könnte man jetzt nicht unbedingt so einen Merino-Wollfaden draus spinnen. Auch im Hasenstall ist Fütterungszeit. Lou Plattner und ihre Freundin Amelie geben den Meisener Wittern Heu zu fressen. Die Hasen sind ebenfalls Teil der Arche. Und das ist eine ganz seltene deutsche Rasse. Davon gibt es verschiedene Farben. Die wurden in beige und in braun mitgezüchtet auch und auch in so eben so gräulich. Und bis kurz nach dem Krieg waren das eigentlich ganz, ganz wichtige Hoftiere, wenn man einen ganz großen Fleischertrag davon hatte. Die kriegen bis zu 5 bis auch 7 Kilo. Und man konnte eben das Fell früher noch sehr gut gebrauchen. Und inzwischen gibt es nur noch ganz wenige. Es ist eine absolute Liebhaberei inzwischen geworden. Und man versucht gerade wieder, den Bestand einfach ein bisschen zu erhöhen. Die wahren Stars des Hofs warten aber noch. Vor kurzem hat Schafspudeldame Marie Welpen geboren. Auch diese Hunderasse ist vom Aussterben bedroht. In Deutschland gibt es noch schätzungsweise 300 Tiere. Und seit kurzem 8 neue. Der Luca ist noch voll warm. Während das Lamm im Ofen schmort, geht Diane Plattner noch die neuen Facebook-Einträge auf der Fanseite des Hofes durch. Die Plattners nutzen alle modernen Vertriebskanäle, um ihre Produkte zu verkaufen. Eigentlich über die Facebook-Seite hauptsächlich wirklich alles, was neu ist, was wir auch in dem Blog drin haben auf unserer Seite. Also egal, ob wir jetzt irgendwie geschlachtet haben und einfach Lammfleisch vertreiben oder jetzt einfach der Wurf von den Schafpudeln. Ja. Es kommt immer alles auf die Facebook-Seite und dann kann man immer so ein Interesse bekunden oder es einfach dann weiter irgendwie erzählen. Beim Abendessen treffen sich Helfer und Gäste des Bauernhofes. Denn die seltenen Tiere und der moderne Hof locken Urlauber nach Valley. Auch Grace sitzt am Tisch und probiert das Fleisch der Tiere, deren Artgenossen sie eben noch gefüttert hat. Und wie schmeckt es? Delicious.